Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Wochendeko. Heute ist die Kalenderwoche 17 dran und das ist die Woche mit dem Ostermontag. Und da ich die Woche zuvor nicht osterlich dekoriert habe, weil ich da Miss April geworden bin und bei der 12 for 4 Aktion von der lieben Sophie beteiligt war, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich dann wenigstens diese Woche ein bisschen osterlicher gestalte. Und alibimäßig ist da ja auch noch der Ostermontag drin. Und da habe ich mir mal wieder ein paar wunderschöne Sticker von der lieben Sabrina rausgesucht. Den Link zum Shop findet ihr wie immer in der Infobox. Es handelt sich hier um PR-Samples, die ich benutzen darf. Und ich bekomme kein Geld dafür, dass ich euch die Sticker hier vor die Linse halte. Freue mich aber wie immer wahnsinnig, dass ich welche bekomme, um sie dann in meinen Dekos zu verwursteln. Es gibt auch einen Rabattcode, dekoriert10. Damit bekommt ihr bei ihr 10% Rabatt. Ja, dann lege ich doch direkt mal los. Ich habe mir noch ein, zwei andere Sachen rausgesucht. Zum einen dieses coole Punkte-Washi, das farblich natürlich 1A jetzt hier zu den Tönen passt. Dann noch, upsala, hier rollt schon ein Tape ins Bild. Oasis Green von Versa Magic, irgendwie mein absoluter Lieblingston aus dem Set. Und dann habe ich hier noch einen Kugel-Kuller-Bubble-Stempel von AliExpress rausgesucht. Der geht, glaube ich, immer. Genauso wie so ein Grid-Motiv. Das ist aus dem Set. Ich zeige euch das einmal. Das ist aus diesem Washi-Tape-Set hier. Das habe ich auch im letzten Haul gezeigt, glaube ich. Oder war das auf Instagram? Jetzt weiß ich es gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das neu. Und da habe ich jetzt dieses ganz Simple rausgesucht, um so ein bisschen dieses Verspielte mit ein paar geraden Linien aufzubrechen. Das ist jedenfalls der grobe Plan. Und dann habe ich noch mein kleines Büchlein mit meinen ausgestanzten Kreisen und Hexagonen und da wollte ich einmal reingucken, ob ich da was Schönes, Passendes finde. Und ich hatte eben schon mit dem oder dem hier geliebäugelt, denn ich möchte das wirklich so ein bisschen Ton in Ton halten, glaube ich. Die Transparenten sind natürlich auch nicht so schlecht. Und ich glaube, ich wollte bei Kreisen bleiben, da ich ja auch schon hier die Kreise habe. Was ist denn das alles eigentlich noch? Die sind auch ganz schön hier. Vielleicht nehme ich die einfach alle einmal hier beiseite. Und welche hatte ich jetzt hier noch im Blick? Die hier. Ich glaube, der hier passt farblich am besten. Obwohl dann das Oasis Green, glaube ich, nicht mehr so gut passt. Irgendwie spiegelt das hier gerade total. Ich sehe gerade gar nicht so richtig, was ich hier in der Hand habe. Ich habe nämlich meine eine Stehlampe mal noch hier nebengestellt, um ein bisschen mehr Licht zu haben, denn heute ist es irgendwie draußen sehr bewölkt. Ich hoffe, dass die Qualität des Videos nicht drunter leidet. Irgendwie waren die letzten Videos nicht so ganz, für mich auf jeden Fall nicht so ganz zufriedenstellend, muss ich sagen, von der Qualität her. Also bei bestem Licht sieht immer eigentlich alles ganz gut aus, aber sobald ein paar Wolken kommen, hat es halt immer diesen grauen, verschwommenen Touch und ich will jetzt nicht so eine riesen Tageslichtlampe hier drauf klatschen, aber ich hoffe, dass das Licht ein bisschen hilft. Man weiß es nicht, ich werde es dann im Schnitt sehen, beziehungsweise hinterher sehen. Aber ich glaube, ich nehme diese Papierkreise hier auf jeden Fall nach. Huch, der ist falsch. Und sortiere mich einmal kurz. So. Genau, dann habe ich hier noch Wortsticker, die brauche ich erstmal noch nicht. Und dann habe ich hier diese zwei ganz niedlichen Sets rausgesucht.
mit Häschen, aber halt nicht so kitschige Häschen, sondern so ein bisschen hübscher gezeichnet, wie ich finde. Dieses Set hier, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, das war für mich so ein bisschen grenzwertig mit dem Hasenmotiv, aber ich fand die Schriften ganz schön und die Blätter und die Ostereier. Deswegen habe ich es mir trotzdem mitgenommen. Aber die Hasen werde ich jetzt nicht mit denen hier kombinieren, weil das sieht, glaube ich, komisch aus. Ich werde mir das mal alles ein bisschen zurechtlegen, dass ich einen kleinen Überblick bekomme und werde, glaube ich, ein paar von den Kreisen verteilen, um erstmal so ein bisschen zu schauen, was ich überhaupt möchte. Und ich möchte auch eigentlich gar nicht so übelst viel, glaube ich, davon benutzen. Die mache ich später in die Lücken. Dann klebe ich die doch einfach mal direkt fest. Diese Woche kommt mir schon unheimlich lange hervor, aber es war ja erst letzte Woche. Es ist ganz komisch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schon 3 Wochen her ist, aber ja, irgendwie trübt er das Gefühl ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz dekorieren wir die jetzt zusammen. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich erinnere mich an nichts, dafür habe ich ja meinen Kalender, der mir da ein bisschen hilft und Gedächtnisstütze gibt. Ich fange mal an mit diesem Banner. Jetzt ist die Frage, nehme ich so ein oder so ein? Also ich glaube, ich nehme den hier für Ostermontag direkt. Und dann wollte ich gucken, ob ich einen kleinen Ostersticker habe. Happy Easter ist das ganz schön groß, ne? Hello Spring, Happy Easter. Also Happy Easter muss ja schon irgendwo mit rein. Das ist ja ganz logisch. Aber vielleicht dann lieber irgendwie in die Ecke oder so. So, vielleicht, dann kann ich daneben noch ein paar Worte schreiben. An dem Montag war nämlich meine Oma, mein Bruder und meine Mama bei mir zu Besuch. Also über Ostern war ich ja dort. Und an dem Montag bin ich quasi ja zurückgefahren, weil Dienstag ging die Arbeit wieder los. Und meine Oma wollte unbedingt sehen, was sich so bei mir in der Wohnung verändert hat. Und weil sie so lange nicht mehr hier war, haben wir dann gesagt, wir fahren gemeinsam zu mir und Mama und Oma sind dann zurück. Mein Bruder ist auch nach Hause. Das war so der Tag des Aufbruchs sozusagen. Und jedenfalls ja, haben wir den Montag noch zusammen verbracht. Am Dienstag ging dann die Arbeit wieder los. Das war dann auch ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Dann wurde am Mittwoch endlich meine Außenwand verputzt, also die Tapete abgenommen und verputzt. Am Donnerstag war ich zum ersten Mal in diesem Jahr skaten. Das war auch richtig schön. Hätte ich schon früher machen sollen oder können, aber irgendwie kam ich da nicht zu. Und am Freitag wurde dann die Wand gestrichen. Ich habe an den beiden Tagen tausende von Bauhäusern besucht und IKEA und so weiter, um noch die letzten Sachen zu kaufen für mein Schlafzimmer-Makeover. Und am Sonntag waren meine Eltern dann da, um mir zu helfen, das Schlafzimmer fit zu machen und den Schrank aufzubauen, also die zweite Hälfte, die noch seit Wochen gefehlt hat. Und ja, all sowas. Und haben mir dann netterweise unter die Arme gegriffen.
Mein Vater hat dann noch diverse Wandregale angebracht. Wir haben das Bett umgestellt, versucht, die Gardinenstange anzubringen. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Wenn ihr das Video gesehen habt, ist das vielleicht gar nicht aufgefallen, dass die Gardine noch nicht hängt, weil ich immer aus der Fensterperspektive sozusagen gefilmt habe oder das Fenster ausgelassen habe, damit ihr nicht rausgucken könnt, wo ich wohne. Aber ja, ich hatte da irgendwie nicht Bescheid gesagt, dass Papa auch einen Akkubohrer oder wie heißt das? Schlagbohrer braucht. Und deswegen hatten wir den falschen Bohrer und kamen nicht durch die Außenwand durch. Das war ein bisschen ärgerlich, weil ich da natürlich am Samstag extra noch eine Gardinenstange gekauft hatte, um die auf jeden Fall am Sonntag anzubringen und nicht das dann nochmal wann anders machen zu müssen. Aber ja, das hat dann leider nicht ganz geklappt. Aber egal, alles andere ist dann am Sonntag erledigt worden. Und ja, ich bin super happy mit dem Ergebnis. Ich habe ja auch schon von euch ein bisschen Feedback bekommen und euch gefällt es soweit auch ganz gut. Es ist einfach wirklich eine ziemlich krasse Veränderung, wie ich finde, zum Vorher, zu diesem zusammengestellten aus verschiedenen Möbeln, der Schrank mit diesem Holz, was mir nicht gefallen hat. Und ja, es war einfach Zeit für was Neues. Den Schrank hatte ich halt auch einfach seit dem Einzug, also seit 9,5 Jahren hier stehen. Und das war damals der günstigste, den es bei IKEA gab. Also der hat mich, glaube ich, 60 oder 80 Euro gekostet. Da kann man natürlich nicht viel von verlangen oder erwarten. Aber ja, da war jetzt wirklich Zeit, dass da mal was passiert. So, hier ist auch jetzt Zeit, dass was passiert, und zwar in der Deko. Und ich habe ja hier noch das Tape. Jetzt ist die Frage, ob sich das wirklich hier in der Deko gut einfügt oder nicht. Ich glaube gerade irgendwie nicht mehr so ganz daran. Obwohl vielleicht so ein bisschen Karo nicht schlecht ist. Ich bin gerade etwas unentschlossen. Ich mache mal erstmal hier oben meine typische YouTube-Video-Ecke. In der Woche ist aber, glaube ich, nur ein Video online gegangen. Also so richtig fleißig war ich sozusagen an Videos jetzt nicht in der letzten Zeit, beziehungsweise ich habe die Zeit genutzt, die ich hatte, aber ich hatte leider nicht so viel Zeit. Und irgendwas filmen ist ja auch immer doof, mal eben schnell. Dann mache ich lieber gar nichts. Und deswegen kam in der Woche hier nur die Kalenderwoche 15 online. Schwupsdiwupsdi. Und die Frage ist jetzt, wie ich das hier noch irgendwie hervorhebe. Ich könnte noch sowas hier benutzen. Oder die braunen. Also mit diesem Grid Tape bin ich mir gerade irgendwie ein bisschen unschlüssig. Ich nehme mal erstmal das Ding hier. Und das Grid Tape, das hat es jetzt, glaube ich, nicht mehr in die Deko geschafft. Häschen müsste ich noch einbringen, weil sonst habe ich hier wieder nur ein Wort stehen. Das wäre ein bisschen doof. Die Frage ist jetzt auf dem Fahrrad oder im Heißluftballon. Und ich finde den eigentlich super süß. Ich glaube, ich nehme diesen hier, der ist nicht ganz so riesengroß. Und dann kommt er da so hin. Und das Körbchen könnte man natürlich auch noch benutzen.
Vielleicht doch noch die hier dazu. Also, ich könnte das hier noch nehmen, weil das sowas von Gemeinschaft hat und wir haben halt am Sonntag zu dritt hier fleißig gebaut und gebastelt. Deswegen nehme ich sonst einfach noch den für den Sonntag. Dann könnte ich das Fahrrad nehmen für den Donnerstag. Ich war zwar skaten, aber Sport ist Sport. Dann nehme ich den hier. Und dann mixen wir das einfach so ein bisschen zusammen. So, runter oder gerade? Nehmen wir gerade. Und dann haben wir hier noch das Körbchen. Das packe ich jetzt macht das Sinn? Es macht keinen Sinn, aber es passt da irgendwie ganz gut rein. Machen wir. Ist halt die Osterdeko, ne? So, sehr schön. Dann haben wir das doch schon mal ein bisschen besser verteilt. Die Hexagone hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Dann hätte ich allerdings wieder die Punkte hier zunichte gemacht. Ach, ihr seht schon, ich bin nicht so ganz entschlossen heute. Was ich noch ganz schön finde, sind diese Blätter hier. Die werde ich noch mit verteilen. Na? Das sind so filigran. Und eins haben wir noch. Und das muss natürlich jetzt logischerweise auf die linke Seite. Ich glaube, ich mache das da so hin. Und das glaube ich dann ganz gut verteilt. Ich habe hier noch so ein Zippel. So. Hasen haben wir verteilt. Die Blätter, die Federn lasse ich glaube ich weg. Das ist mir dann zu viel durcheinander. Und dann könnte ich noch die Hexagone hier verteilen. Und dann nehme ich einfach ganz paar in dieses Feld hier. Ich übertreibe es immer so gerne mit den Dingern. so vielleicht. Ja. Lassen wir das so. Und dann brauche ich meinen Lieblingsstift. Ich weiß gerade nicht. Ich habe den eigentlich zweimal. Der eine ist fast leer. Ich weiß gerade nicht, ob das der ist, der noch schreibt. Aber das werden wir jetzt probieren. Und dann trage ich doch einfach mal ein, dass das Video online gegangen ist. Und zwar KW15 und unzufrieden mit der Wochendekoration. Ja, ihr habt das Video vielleicht schon gesehen. Das war eine Deko, mit der ich echt unzufrieden war. Also beim Schreiben habe ich schon gedacht, oh mein Gott, ich könnte eigentlich direkt von vorne anfangen. Hab dann aber irgendwie mich noch mal ein zweites Mal rangesetzt, ein, zwei Tage später. Und das Ergebnis gefällt mir jetzt dann doch ganz gut.
Der Freitag ist ja noch so leer, da ist ja noch gar nichts. Was machen wir denn damit? Gucke ich gleich. Dann werde ich jetzt mal weiter schreiben, vielleicht noch die eine oder andere Sache dazu kleben, mal schauen. Und dann sprechen wir uns gleich nochmal. So, okay, so viel habe ich glaube ich lange nicht geschrieben, aber mir gefällt das immer richtig gut, wenn ich dann doch so ein bisschen tagebuchartig das mache und nicht einfach nur hinschreibe. Ostermontag. Fertig. In schönem Handlettering, was ich ja eh nicht kann. Von daher ist das so die bessere Variante für mich. Ich hatte jetzt hier noch den Family Time Wortsticker, aber den brauche ich jetzt glaube ich nicht mehr. Und Workout hatte ich noch, den könnte ich eventuell hier noch dran kleben. Ich gucke mal, ob mir das gefällt. Den Schnörkel hier vorne schneide ich aber ab. Das ist zu viel des Guten. Und dann könnte ich das einfach hier so dazu kleben. Und dann bin ich eigentlich auch schon ganz zufrieden. Ich glaube, ich möchte die Hexagone nicht noch auf der anderen Seite verteilen, weil das wird dann zu bunt. Also ich habe das bewusst jetzt da gemacht, wo ich sonst nichts hingeklebt habe. Ansonsten habe ich ja überall eigentlich was auf dem Papier. Jetzt sind hier natürlich noch wahnsinnig viele Sticker über, aber die verjähren ja nicht. Die kann man ja im nächsten Jahr noch weiter benutzen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch direkt mal im Planer an. Ich mag das auf jeden Fall sehr, dass es nicht so in your face, it's Easter time ist, sondern so ein bisschen schlichter. Die Farben mag ich super gerne. Ich meine, es ist ja auch wieder dieses Pastellige Richtung Petrol, Mint, was auch immer. Ich sage immer Mint zu allem, was irgendwie in diese Richtung geht. Also für mich ist das Mint, das Mint, das Mint. Das geht für mich alles so in diese Richtung. Manchmal ist es natürlich ein bisschen bläulicher, manchmal ein bisschen grüner, aber von der Sache her ist es halt doch irgendwie alles eine Farbrichtung. Und mir gefällt es richtig gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Deko gefällt. Und dann war es das auch schon für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!